Wir haben ja schon mega, mega, mega viele Challenges gemacht. Nicht Wow-Sagen-Challenges, nicht Oh-mein-Gott-Sagen-Challenges. Aber heute haben wir die perfekte Challenge, die ihr euch gewünscht habt. Dann anscheinend sage ich das Wort nämlich sehr, sehr oft. Und zwar Nicht-Perfekt-Sagen-Challenge. Ich weiß nicht warum, aber es ist anscheinend ein Wort, was ich selber sehr, sehr oft sage. Vor allem bei den Videos, die wir uns mal angucken. Und zwar nämlich sowas wie befriedigenden Videos. Bei den Nicht-Wow-Sagen-Challenges sage ich jetzt anscheinend auch immer ganz oft. Deswegen machen wir heute eine Challenge, die extra nur auf mich gerichtet ist, Leute. Mal gucken, ob wir es schaffen. 3 Leben habe ich. Ihr könnt gerne mitmachen, falls ihr das Wort anscheinend aussagt. Aber für euch könnt ihr auch sonst auch eine Nicht-Wow-Sagen-Challenge oder so machen. Aber Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von sowas mehr sehen möchtet. Vor allem Challenges, die quasi auf mich sind oder so. Oder auch wieder Challenges mit Bestrafung, zum Beispiel mit Kasper. Das war auch immer mega lustig. Deswegen, Leute, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und abfahren mit dem Video. Let's go! Also, das ist zum ersten Mal, dass wir so eine Challenge machen, wo ich ein Wort nicht sagen darf, was genau auf mich gerichtet wurde. Und ja, ich muss ehrlich überlegen, ne? Nicht, dass man das Wort einfach so aus Versehen sagt oder sowas. Ne? Das ist nämlich das P-Wort. Ich nenne es jetzt das P-Wort, okay? Ich werde es nicht sagen, Leute. Okay? Ich kann jetzt alles sagen. Oh mein Gott. Wow. Ja, kann ich jetzt alles sagen, außer natürlich das eine Wort. Und trotzdem sind es auch wieder die angenehmsten Clips, die ihr euch vorstellen könnt. Guck mal, wie das noch dreht und so. Es ist einfach jetzt. Ist das Lehm? Ton? Irgendwie sowas? So, und der macht jetzt ja nochmal ganz entspannt ein bisschen sein Holz da spalterig. Also, der spaltet das ein bisschen. Oh. Wow. Wie schnallt er sich nicht in den Finger? Hä? Hä? Ist doch viel zu gefährlich, Mann. Das ist viel zu gefährlich. Oh. Oh. Okay, sehr, sehr viel Farbe wieder oder so für, krass. Die Naht wird einfach quasi rüber gemalt oder was wird denn mit der Naht gemacht? Wird das einfach rüber gestrichen? Als würde man einfach mit so einem Tippex quasi was wegmachen, ne? Und auch hier, Leute, Alter, okay, das Holz auch sehr, sehr gut. Hey, das sind doch Fliesen, oder nicht? Muss man vorsichtig sein, die kann man doch nicht einfach so... Ey, da gehen doch locker so viele am Tag kaputt, ne? Oh, sogar perfekt am Ende. Okay. Ich kann verstehen, warum ich das anscheinend das Wort sehr, sehr oft sage. Ich habe es mir gerade jetzt schon direkt gesagt. Und so schnell. 2 Leben haben wir noch, Leute. Ich muss mich auf jeden Fall sehr, sehr zusammenreißen. Ey, das kann doch nicht angehen. Sag ich das wirklich so oft? Das kann doch nicht angehen, Leute. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall zusammenreißen. 2 Leben ist nämlich nicht mehr so viel. Das sieht schon cool aus, ne? Oh. Wie ist das auch so vermischt, ne? Das könnte jetzt einfach so ein Wald sein. Hä? Clever. Damit kannst du einfach quasi so die Tinte wegmachen. Aber wozu braucht man das, um so Sachen zu zensieren oder was? Hey! Das Blatt fährt! Und macht mal eben ganz kurz noch hier so einen U-Turn. Und geht dann gleich weiter irgendwo hin. Yeah! Boah, ist das Auto dreckig. Oder lackiert. Nee, es ist dreckig, ja. Es ist dreckig. Alter. Okay. Mal eben komplett sauber machen. Der macht gefühlt. Ein Hochdruckreiniger macht da eben mal den Lack ab. Aber ich glaube, der war sowieso schon ab. Und hier. Kurz mal ein bisschen die Wand sauber machen. Und das sieht schon richtig cool aus, ne? Ist das bitte für ein langer Stab auch, Leute? Sieht schon extrem lang aus, aber... Ich weiß nicht, gefühlt war die schon vorher sauber. Oder was macht er da? Macht er einfach nur irgendwelches, so ein Unkrautzeug da rein oder so? Aber sauber gemacht hat er jetzt nicht hier wirklich, ne? Oh, und mal eben kurz hier das Pferd rasiert. Hä, ist das Käse? Ja, das ist, glaube ich, Käse, ne? Bup. Und Bob wieder zusammendrücken und was ist das jetzt? Lol, der mischt jetzt anscheinend so ganz, ganz viele Farben. Oh, ich finde das so ein... Oh. Lol, was ist denn das? Hä? Was ist das? Die Konsistenz auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich so wie Wackelpudding. Aber was war das? War das so Milchreis? Nee, nein, oder? War doch kein Milchreis. Okay. Ah, der macht jetzt quasi da. Ah, und jetzt kann er quasi einfach das da reinlegen. Ah, okay. Ich verstehe, ja. Ich verstehe. Auch nicht schlecht. Auch wieder sehr, sehr angenehme Sachen.
und bis nach unten und schon ist die Fliese solo gelegt und ein paar Teeblüten hier entfernt. Komm, mach mal alle weg hier. Die ganzen Pflanzen. Wie bei Minecraft. Hä? Das sieht jetzt einfach dreckiger aus. Das ist, obwohl, nee, da macht das. Nee, da macht es doch eher sauber, ne? Oder? Ja, ne? Oder macht das einfach nur nass? Hä? Okay, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was da jetzt gerade passiert. Das ist. War das dreckig, Leute? Sah gar nicht so dreckig aus. Oha. Einfach mal richtig so eine feine Kugel jetzt hier. Irgendwie sieht das jetzt nicht so gut aus, ne? Das ist ja. Ist es so geplant, dass es nicht so perfekt gelb aussieht? Oder was soll das werden? Okay, doch, es wird langsam ein bisschen. Oh. Okay. Wie kann man bitte schön so um die Ecke schneiden? Hä? Wie geht das bitte schön? Oh. Da macht ihr jetzt so ein paar Löcher rein. Das sieht aus wie so ein Schal oder so, ne? Ich glaube, das ist so ein Schal. Bop, bop, bop. Auch direkt so mit dem Kreis dran. Und oh, hier, guck mal, eine Downjacke oder sowas. Schön aufschneiden und dann hast du alles draußen. Ich sag's dir, ne? Und guck mal, es wird sogar aufgesaugt. Das heißt, hier, damit wird wahrscheinlich eine neue Jacke oder so gemacht. Hey, ein bisschen den Kleber hier. Oh, ausfringen. Bis zum geht nicht mehr. Oh, und dann ist der Pinsel. Der wird sogar gekämmt, der Pinsel. Und sind das Kohleblöcke oder sind das für Sachen? Kein Plan, was das sein soll. Ihr könnt es mal gerne in die Kommentare schreiben, aber ich habe davon echt. Ganz, ganz wenig Plan. Oh, okay. Oh, wie schön das aussieht, ne? Sieht echt einfach nur mega angenehm aus. Oh. Und abfegen bis denn hier. Ey, das sieht aus, als würde man da ganz, ganz viele Karotten oder so geschnitten haben, Leute. So sieht das aus, ja? Ich weiß auch nicht warum, aber genau so sieht das nämlich aus. Und jetzt hier so ein paar Teigtaschen oder was soll das sein? Ich glaube ja schon, ne? Und rein damit dem Orangensaft oder so. Bob und Deckel abmachen. Genau. Das ist jetzt aber kein Holz, oder? Oder ist das doch Holz? Einfach nur dunkles Holz. Das könnte. Oh, so ein Schokoladenbrunnen, ey. Das ist so lecker. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Das ist so lecker. Und dann rein damit und eingefroren. Oh, komm, bisschen hier. Bisschen zusammennehmen, aber es ist halt hardcore vorgespult. Ne? Ich glaube, sowas dauert ewig. Bis dann irgendwas auch nicht drin hat. Und das ist jetzt, was ist das hier? War das eine Zwiebel? So, das ist so Harz, was er jetzt drauf macht. Oder so ein Öl. Damit quasi das Holz ein bisschen Farbe bekommt. Und ein bisschen so Leben, kann man schon fast sagen. Ich muss sagen, ich schleibe mich bis jetzt ganz gut mit der Challenge, glaube ich, ne? Also, vielleicht ist es auch nur nicht im Kopf, darauf zu achten, wenn ich das Wort sage. Schon angenehm. Und der Stein in zwei Hälften. Und nochmal in zwei Hälften. Oh, nicht ganz. Hier muss er nochmal nachhelfen. Jetzt in zwei Hälften. Okay, aber nicht die perfektesten Hälften, muss ich sagen. Die hätten auch schon besser werden können. Da habe ich schon mal heftigere Sachen gesehen und... Hä? Lol. Was kommt da jetzt überhaupt raus gerade? Das sieht aus wie dieses eine Eis. Mit diesem Kaugummi noch unten. Okay. Oha. Oha. Lol, der macht so kleine Holzschablonen oder sowas. Scheiben. Symbole. Kann man das essen, ist die Frage. Ich würde es schon gerne essen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man es machen kann. Das wäre nämlich nicht so gut, irgendwelche Sachen im Mund zu nehmen, die man nicht essen sollte. Okay, hier, wir sind... Bisschen Rasen mähen. Lol. 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 So werden Goldlöcher zugemacht. Oder halt auch gemacht. Krass. Und das ist so eine Schreibmaschine, ne? Der macht einfach selber Schreibschrift oder sowas. Oh. Oha. Oha. Lol. Auch das Ding hier, ne? Ich muss sagen, Leute. Ich habe diese Challenge, muss man ehrlicherweise sagen, easy überstanden. Ich habe zwar am Anfang einmal gesagt, glaube ich, vielleicht noch ein paar Mal mehr. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Falls ihr das noch irgendwo gesagt habt, schreibt es gerne in die Kommentare, wo das war. Checkt die beim Videos aus, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.